Liebe Erwachsene, liebe Eltern, ich möchte heute mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar handelt es sich um Prävention von Kindesmissbrauch. Der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch beginnt mit dem Wissen über die Tatumstände. Erwachsene müssen wissen, dass sexuelle Gewalt vielfältige Formen hat, meist in der Familie geschieht und keine Ausnahmeerscheinung ist. Untersuchungen zeigen, dass etwa jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zwölfte Junge bis zum 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt erfährt, und die Dunkelziffer liegt noch höher. Und leider sind kirchliche Gemeinden nicht davon ausgenommen. Deshalb möchte ich heute hier unbedingt aufzeigen, was wir als Erwachsene und Eltern dafür tun können, um unsere Kinder zu schützen und um sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern. Diese Informationen habe ich aus einem Vortrag von der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen und von der polizeilichen Kriminalprävention zusammengetragen, und zusätzlich habe ich die Inhalte an einigen Stellen mit meinen eigenen Erfahrungswerten aus der Arbeit mit Betroffenen aus religiösen Systemen ergänzt. Beginnen möchte ich zunächst mit wichtigen Informationen zu sexuellen Kindesmissbrauch. Dazu werde ich einige Punkte aufzählen. Erstens. Es ist wichtig zu erwähnen, dass sexuelle Handlungen an oder mit Kindern immer strafbar sind, auch wenn das Kind scheinbar damit einverstanden war. Aufgrund der emotionalen und intellektuellen Entwicklung kann ein Kind einer sexuellen Handlung nicht wissentlich zustimmen. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei seine oder ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten Minderjähriger zu befriedigen. Zweitens. Sexueller Missbrauch ist nach dem Strafgesetzbuch anhand folgender Paragraphen zu unterscheiden. Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt ist vorhanden, wenn eine Person sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, oder auf ein Kind durch einen pornografischen Inhalt einwirkt. Unter schwerer sexueller Missbrauch von Kindern fallen zum Beispiel jegliches Eindringen in Mund, After und Vagina. Unter sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung versteht man sexuelle Handlungen, die gegen den erkennbaren Willen des Opfers durchgeführt werden. In der Fachpraxis wird hier der Begriff sexualisierte Gewalt verwendet. Und diese Formulierungen machen die Schwere der Taten deutlich und stellen heraus, dass es sich hierbei um Gewalt handelt, die mit sexuellen Mitteln ausgeübt werden. Sexuelle Straftaten werden mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Drittens. In den meisten Fällen geschieht sexueller Missbrauch in der Familie. Nur etwa jedes dritte Opfer kennt den Täter oder die Täterin nicht aus seiner näheren Umgebung. Je enger die Beziehung zwischen Tätern und Betroffenen ist, desto länger dauert der Missbrauch an und wird teils mit der psychischen Gewalt ausgeübt. In religiösen Systemen, in denen auch geistlicher Missbrauch betrieben wird, kann dieser ebenfalls als Druckmittel ausgeübt werden, indem Bibelstellen missbräuchlich dafür verwendet werden, um die Betroffenen stark zu manipulieren. Und das stereotypische Bild in unseren Vorstellungen, wie zum Beispiel ein Täter oder eine Täterin aussieht, hält Erwachsene oft davon ab, den Gedanken zuzulassen, dass der Täter oder die Täterin eine Person aus dem engsten Familienkreis sein kann. Leider wird diese Information gerade in religiösen Kreisen eher verdrängt, da es einfach unvorstellbar zu sein scheint, dass ein nahestehender und gläubiger Mensch wie Opa, Oma, Papa, Bruder, Onkel, Tante, Jugendleiter und so weiter der Täter oder die Täterin sein könnten. Um sich dieser Vorstellung zu entziehen, wird es von Erwachsenen gar nicht in Betracht gezogen und ein großer Vertrauensvorschuss wird diesen Menschen geschenkt. Doch Täter und Täterinnen sind Meister der Manipulation. Sie tun alles, um nicht entdeckt zu werden, indem sie freundlich, hilfsbereit und einfühlsam wirken. Sie sind oft mit der engen Bezugsperson des Kindes befreundet. Sexueller Missbrauch sollte als eine dynamische Tat betrachtet werden, bei der Täter ihre Vorgehensweise immer wieder ändern und anpassen können.
Sie planen ihre Übergriffe in der Regel langfristig und genau. Sie sorgen auf unterschiedliche Weise dafür, dass Mädchen und Jungen sich nicht gegen die Missbrauchshandlung wehren können und die anschließend vor anderen auch noch verheimlichen. So bleibt die sexualisierte Gewalt auch im näheren Umfeld von Betroffenen oft unentdeckt. Und gerade beim Missbrauch in Familien machen Täter betroffenen Kindern besonders große Angst, damit sie den Missbrauch verschweigen. Mit gezielten Äußerungen wie »Du hast doch mitgemacht« erzeugen Täter auch Schuld- und Schamgefühle und sorgen dafür, dass die Tat unentdeckt bleibt. Und Kinder schweigen, weil sie sich schämen und große Angst haben, ihre Familie zu zerstören oder um ihre Eltern zu schützen. Auch online können Täter und Täterinnen über eine falsche Identität mit den Kindern Kontakt aufnehmen. Sie bauen eine Vertrauensbasis zu dem Kind auf und testen Stück für Stück ihre Grenzen bzw. was das Kind bereit ist zu tun. Und ihr Ziel ist, den Chat in einen anderen Bereich zu überführen, wo sie mit dem Kind alleine sind. Ich will hierzu einige statistische Zahlen nennen. Und zwar sind etwa 70-80% der Täter männlich und 20-30% sind Frauen. Frauen sind häufig Mittäterinnen und oder Mitwisserinnen. Von sexuellem Missbrauch betroffen sind zu etwa 75% Mädchen und etwa 25% Jungen. In einer Schulklasse von 20 Kindern sind statistisch 1-2 Kinder betroffen. Und Untersuchungen zeigen, dass Kinder im Grundschulalter besonders gefährdet sind, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Leider werden nur etwa 1/3 aller Missbrauchserfahrungen überhaupt jemals irgendwem mitgeteilt. Viertens. Woran bemerken Erwachsene den sexuellen Missbrauch eines Kindes? Kinder, die unter einem Geheimhaltungsdruck stehen, versuchen oft durch Verhaltenskreativitäten oder Andeutungen auf sich aufmerksam zu machen. Und hinter bestimmten Verhaltensweisen oder Andeutungen, die Kinder machen, kann ein sexueller Missbrauch stecken. Sie können aber auch andere Ursachen haben. Generell sollten Erwachsene aufmerksam werden, wenn Kinder sich in ihrem Verhalten oder in ihrer Persönlichkeit verändern. Denn hinter seltsamen Verhaltensweisen stecken meistens Bewältigungsstrategien, um das Erlittene zu verarbeiten. Und diese Verhaltensauffälligkeiten können Angstzustände, körperliche Schmerzen, Schlafstörungen, nicht altersgemäßes Sexualverhalten, Schulversagen oder auch umgekehrt plötzlich extreme Leistungsorientiertheit sein, sowie aggressives Verhalten oder auch Essstörungen. Fünftens, was können Erwachsene und Eltern tun, um die Kinder zu schützen? Kinder können sich meistens nicht alleine gegen sexuellen Missbrauch wehren oder die Handlungen des Täters beenden. Und ich werde jetzt einige Punkte aufzählen, die wichtig sind, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Kinder können vor sexuellem Missbrauch geschützt werden durch Wissen. Deshalb ist es so wichtig, dass Eltern und Erwachsene sich über Fakten und Risiken informieren. Denn die Unkenntnis begünstigt Missbrauch. Weiterhin ist es wichtig, dass wir den Aussagen des Kindes vertrauen. Kinder erfinden selten eine an ihnen begangene Straftat. Und die Statistik zeigt, dass Kinder sich bis zu 8-mal an Erwachsene wenden müssen, bevor ihnen jemand glaubt. Und das darf nicht sein, denn es sollte beim ersten Mal bereits gehört und ernst genommen werden. Weiterhin können wir unsere Kinder durch Handeln schützen. Ist dein Kind betroffen, dann hilf ihm, indem du Hilfe holst und Anzeige erstattest. Kinder können den sexuellen Missbrauch selbst nicht beenden. Sie brauchen Hilfe durch Erwachsene. Weil Missbrauch auch im Internet stattfinden kann, sollten Erwachsene und Eltern ihre Kinder bei der Auswahl an Internetangeboten begleiten. Richtet euch zum Beispiel einen Schutzmechanismus auf dem Handy ein, der den Eltern dann Einsicht gibt in die Aktivitäten des Kindes auf dem Handy. Und das Profil des Kindes sollte wirklich nur für Freunde zugänglich sein. Teile deinem Kind zusätzlich mit, dass es sich niemals alleine mit Bekannten aus dem Internet treffen soll, sondern immer eine Vertrauensperson mit dabei sein sollte. Kläre es zudem auf, dass es auch Fake-Profile gibt mit falschen Bildern, hinter denen sich auch erwachsene Menschen verbergen können.
Erkläre auch deinem Kind, wie es sich zum Beispiel im Notfall verhalten soll. Es kann sich beispielsweise bei anderen Erwachsenen Hilfe holen, auch laut Hilfe schreien, wie zum Beispiel Feuer, wegrennen und auch zu anderen Menschen hinrennen und mit dem Handy die Polizei wählen, wenn es schon eins hat. Wir können auch dem Kind erklären, dass es niemals mit Fremden mitgehen darf und dass fremde Erwachsene auch niemals die Hilfe von Kindern brauchen, weil sie groß und stark sind und sich ihre Hilfe dann auch bei anderen großen, starken Erwachsenen und nicht bei kleinen Kindern holen brauchen. Eine weitere Art, Kinder zu schützen, ist Offenheit. Kläre dein Kind durch bestimmte Themenfelder auf, mach Missbrauch nicht zum Tabuthema und arbeite mit ihm bestimmte Übungen durch, durch die dein Kind lernt, sich besser zu verstehen, Grenzen zu setzen und sich besser auszudrücken. Und ich werde jetzt noch einige Punkte hierzu nennen, wie eben so eine Aufklärungsarbeit mit dem Kind aussehen kann. Und zwar kann sie so aussehen, dass wir mit dem Kind gemeinsam Gefühle benennen. Anhand von zum Beispiel Gefühlekarten kannst du dein Kind dabei unterstützen, dass es frühzeitig lernt, seine oder ihre Emotionen beim Namen zu nennen und sie zu beschreiben. Oder durch Übungen zu Berührungen. Geh gemeinsam mit deinem Kind durch, welche Berührungen am Körper in Ordnung sind und sich gut anfühlen und welche nicht. Erkläre ihm, dass sein oder ihr Körper alleine ihm oder ihr gehört und bestimmte Körperstellen niemand anders berühren darf und auch keine nahestehende Person dazu das Recht hat. Bestärke dein Kind darin, wenn es das Nein bewusst verwendet. Nur wenn dein Kind in deinem Zuhause lernt, dass sein oder ihr Nein respektiert wird, wird sie oder er auch annehmen, dass sein oder ihr Nein bei anderen auch etwas zu bedeuten hat und dass es einen Wert hat. Außerdem kann man dem Kind erklären, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt. Das kannst du zum Beispiel anhand von guten Beispielen wie Mama hat morgen Geburtstag, du hast ihr ein Bild gemalt und Blumen gepflückt und möchtest sie damit überraschen erklären. Und dann gibt es wieder negative Beispiele für negative Geheimnisse wie zum Beispiel, dir ist die Lieblingstasse deiner Lehrerin runtergefallen, eine Mitschülerin hat es gesehen und sagt, du musst mir jetzt jeden Tag 5 Euro mitbringen, sonst sage ich, dass du das warst. Und dann anhand solcher Beispiele kannst du dein Kind fragen, ob sich dieses Geheimnis gut anfühlt und oder schlecht anfühlt und wo hier der Unterschied zu sehen ist. Außerdem brauchen Kinder ein altersangemessenes Wissen über ihren Körper, über sexuelle Vorgänge und die Erfahrung im Alltag, um selbst über ihren Körper bestimmen zu dürfen. Es ist wichtig, keine kindlichen Begriffe wie Mumu, Keks, Blumenwiese, Wurm, Traktor und so weiter zu verwenden, sondern rechtzeitig mit der Aufklärung, mit korrekten Begriffsbezeichnungen der Geschlechtsorgane wie zum Beispiel Scheide oder Penis zu beginnen. Dieses Wissen kann Täter davon abschrecken, da das Kind den Missbrauch jetzt beim Namen nennen und an einen Erwachsenen weitertragen kann. Es ist auch ganz wichtig mitzugeben, dass Kinder niemals Schuld an einem sexuellen Missbrauch haben. Schuld hat immer die Person, die den sexuellen Missbrauch macht. Liebe Eltern, liebe Erwachsene, leider können wir nicht rund um die Uhr in der Nähe unserer Kinder sein, um sie zu beschützen. Was wir aber tun können, ist jeden Tag für sie zu beten und sie unter Gottes Schutz zu stellen. Wir können zudem uns Wissen aneignen und dadurch auch unseren Kindern Wissen zum Schutz vor sexuellem Missbrauch mitgeben.